Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Hausbau-Video. Und ja, ihr seht richtig, es ist Sims 4. Ich habe seit Mittwoch dieses Spiel. Und das Lustige ist, wie ich daran kam. Ich habe nämlich keinen Cent dafür bezahlt, denn ich habe quasi an einem kleinen Gewinnspiel teilgenommen, wenn man das so nennen möchte. Jemand hat auf Twitter einen Produktcode gehabt, den er irgendwie noch übrig hat für das Sims 4 Hauptspiel und wollte das quasi verlosen, hat dann einfach diese ganzen Ziffern für den Produktcode in falscher Reihenfolge quasi geschrieben und man sollte halt rausfinden, wie die richtige Reihenfolge ist, also immer so in vierer Portionen und so. Und ich war die Erste, die das Glück hatte, den Code richtig zu entziffern und konnte damit das Spiel erlangen durch den Code. Und ja, jetzt habe ich Sims 4. Und deswegen wird es auf jeden Fall auch in Zukunft das ein oder andere Sims 4 Video geben. Die Person, die ja dieses Gewinnspiel quasi gemacht hat, heißt The Sims Ply, falls ihr den kennt. Und wenn nicht, solltet ihr den auf jeden Fall mal suchen, mal reinschauen. Was vielleicht ein bisschen ein Problem für ein paar von euch sein könnte, ist, dass er halt englischsprachig ist. Er ist in Australien, um genau zu sein, aber er macht echt tolle Videos, nicht nur zu Sims, sondern auch zu anderen Spielen. Er hat insgesamt drei Kanäle, wo er, dem einen macht er nur Sims-Kram, hauptsächlich Sims 4 mittlerweile, weil er das am meisten mag. Hat einen Kanal, wo er alle möglichen anderen Spiele betreibt, beziehungsweise spielt und dann noch irgendwie einen für sonstigen Krams, was auch immer da immer so kommt. Ja, und ist auf jeden Fall super, dass er da dieses Spiel gemacht hat. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich das Glück hatte, die Erste zu sein, die das Spiel ergattern konnte. Und werde das natürlich auch fleißig nutzen und spielen. Und dieses Haus hier ist ein Starterhaus. Das heißt, wenn ihr mit eurem Sim bei Sims 4 das Spiel startet, könnt ihr in diesem Haus wohnen und direkt loslegen. Ich habe versucht, das so gut nutzbar wie möglich zu machen, also möglichst praktisch natürlich. Ich habe aber auch einige Dekoobjekte und so weiter verwendet. Das heißt, es sieht nicht nur schön aus, es sollte hoffentlich auch ganz nützlich sein, wenn man das Spiel startet. Das ist jetzt nicht so, als wäre da ein PC oder sonst was. Also so, ja, irgendwelche karrieretechnischen Objekte müsstet ihr vielleicht noch erarbeiten mit der Zeit, wenn ihr dann noch zusätzlich Geld habt. Ja, zu Beginn eines Spiels fängt man ja sowieso, denke ich mal, damit an, einfach zusätzliches Geld zu bekommen, damit man sich irgendwie mehr leisten kann. Aber für den Anfang sollte auf jeden Fall alles Nötige da sein, um hier zu überleben, erstmal. Und ja, ich habe auf jeden Fall versucht, es ganz hübsch zu gestalten. Von außen ist es doch relativ simpel, aber auch da habe ich versucht, ein bisschen Detailreichtum reinzubringen. Ihr seht das ja. Ja, von innen habe ich auf jeden Fall auch mit der Zeit immer mehr dekoriert. Ich hatte irgendwie ein paar Probleme. Ich wusste irgendwie nicht, wie viel Geld man hat. Beziehungsweise ich habe mit der Zeit gemerkt, dass man doch mehr Geld hat, als ich dachte. Und habe dann gegen Ende hin noch so ein paar Sachen hinzugefügt. Das ist also ganz lustig geworden. Aber die ersten Minuten, ich weiß gar nicht, wie lang. Bestimmt so 8 oder 10 Minuten lang ist quasi das Haupteinrichten zu sehen, wo ich halt einfach so am Stück am Bauen bin und ja, so ein bisschen versuche, ein kleines Häuschen möglichst hübsch zu gestalten, dass es möglichst ansehnlich ist und man da möglichst gern wohnen möchte. Ja, zu Sims 4, bevor ihr anfangt, in den Kommentaren auszurasten und loszuheulen. Bestimmt machen das ein paar von euch trotzdem, weil ihr euch nicht das ganze Video anhört, aber dafür kann ich dann leider nichts. Ich werde jetzt nicht aufhören, Sims 3 zu spielen und ich werde nicht nur noch Sims 4 spielen. Also ich habe mir für die nächsten Wochen vorgenommen, einmal die Woche Sims 4 zu bringen und ich denke mal, ich werde das auch in Zukunft so ungefähr halten und ich werde nach wie vor unverändert mit Sims 3 fortfahren. Also ich werde nicht einfach plötzlich meine liebgewonnenen Familien aufgeben, nur weil ich jetzt Sims 4 habe. So eine dämliche Idee käme ich gar nicht und ich werde jetzt auch nicht anfangen, Sims 4 exzessiv zu spielen.
Nur weil ich es jetzt habe, mir gefällt nach wie vor Sims 3 wesentlich besser als Sims 4 und ich werde da auch bleiben. Das ist nach wie vor mein Lieblingsspiel von Sims 4. Also, was ist das? Was war das jetzt für ein Satz? Also, Sims 3 ist nach wie vor die Lieblingsversion von Sims für mich. Deswegen werde ich das auch noch am meisten spielen. Aber wenn ich jetzt natürlich das Spiel habe, dann möchte ich das natürlich auch spielen. Ich denke mal, das ist hoffentlich ersichtlich für euch, die Logik dahinter. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da nicht irgendwie enttäuscht sein werdet. Ja, auch ich spiele Sims 4, aber ich werde dafür mein Sims 3 Gameplay nicht aufgeben. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich einer der wenigen Kanäle noch bin, die noch Sims 3 spielen. Und das möchte ich auf jeden Fall auch weiter beibehalten, dass ihr weiterhin Sims 3 Gameplay sehen könnt, dass ihr das bei mir sehen könnt. Und dass ihr euch daran erfreuen könnt und auch mir macht das Spaß. Ich habe erst in den letzten Tagen wieder unglaublich viel Spaß oder unglaublich viel Freude daran entwickelt. Also es ist immer wieder so ein Auf und Ab. Manchmal macht Sims 3 mehr Spaß, manchmal wieder weniger, manchmal mehr, nerven die Lags mehr, als dass das Spiel Spaß macht und manchmal macht es mehr Spaß, als dass es nervt. Das ist immer wieder unterschiedlich und gerade macht es mehr Spaß, als dass es nervt. Das ist das Schöne. Und ja, deswegen, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, jetzt plötzlich aufzuhören, Sims 3 zu spielen und nur noch Sims 4 zu spielen, vor allem weil mir dafür viel zu viel an Sims 4 fehlt, was für mich für den Spielspaß sorgen würde. Deswegen braucht ihr da auf jeden Fall keine Angst haben. Und ja, aber es wird auf jeden Fall Sims 4 Videos geben. Zum einen für die von euch, die halt selbst auch Sims 4 haben und da gern zum einen die ein oder anderen Videos von mir sehen möchten, einfach um so halt einen Vergleich zu haben. So, wenn man selbst Sims 4 spielt, möchte man vielleicht sehen, wie ich das spiele. Keine Ahnung, ob das so ist, aber bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Und zum anderen natürlich auch um Hausbauvideos bzw. einfach Häuser und Räume für euch bereitzustellen, für die, die Sims 4 spielen, dass ihr da auf jeden Fall auch die Sachen nutzen könnt, wenn ihr selbst das Spiel habt und da halt irgendwie in einem Haus oder mit einem Raum von mir spielen wollt, dann kann ich euch das natürlich ganz einfach ab sofort ermöglichen, indem ich jetzt Häuser bauen werde, Räume gestalten werde. Und ja, hoffe, dass ihr euch darüber freut. Aber natürlich auch die, die nicht das Spiel haben. Ich meine, Videos sind ja nicht nur dazu da, dass man die Inhalte davon nutzt, wie zum Beispiel die Häuser, sondern auch, dass man ein bisschen unterhalten ist. Und ich hoffe, dass das in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam für euch ist, meine Videos. Und ja, würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch bei den zukünftigen Sims 4 Videos mit vorbeischaut. Ja, wie gesagt, in nächster Zeit einmal die Woche und in Zukunft, denke ich mal, wird das auch ungefähr so sein. Kann auch mal sein, dass es eine Woche mal nicht kommt, wenn ich es mal nicht schaffe. Aber jetzt so von der Häufigkeit her habe ich das jetzt mal als so ungefähr festgelegt. Als einmal die Woche prinzipiell. Ja, ich denke mal, das ist jetzt das Wichtigste dazu. In nächster Zeit, also in den nächsten Wochen, werde ich vor allem also neben dem hier noch ein oder zwei Hausbauvideos bringen. Ich wollte auch mit irgendwas Let's Play-mäßigem anfangen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Auch vor allem, dass es nur einmal die Woche kommt. Muss ich ja mal ein bisschen schauen, wie ich das machen kann. Vielleicht habt ihr da auch die ein oder andere Idee, was ich da so gameplaymäßig machen könnte bei Sims 4, was irgendwie euch gefallen könnte, wo es halt nicht so schlimm ist, dass das nur einmal die Woche kommt. Muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich auch so, ja, vielleicht kann ich auch einfach privat spielen und nicht einmal die Woche irgendwie die Familie zeigen oder so quasi einen Zusammenschnitt von Gameplay oder so. Ich weiß nicht genau. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, mir immer so einen Gameplay-Zusammenschnitt zu machen. Das wäre dann aber auch nicht jede Woche. Weil es wäre ja entweder ein Hausbauvideo oder ein Raumbauvideo oder ein Gameplay-Video. Oder vielleicht sogar ein Ersteller ein Sim-Video. Also vielleicht sogar alles vier ist einmal im Monat oder so. Jede Woche eins davon. Irgendwie so in der Richtung wird das dann werden. Denke ich mal, sollte ich jemals mehr als zwei Videos am Tag schaffen, wären es vielleicht auch mal mehr, aber ja, auf jeden Fall könnt ihr mit maximal einem Video, einem Sims 4 Video in nächster Zeit rechnen. Ja, aktuell habe ich natürlich nur das Hauptspiel.
denn das war quasi der Produktcode, den ich da bekommen habe für das Hauptspiel. Ich habe aber auf jeden Fall auch vor, Erweiterungen dafür mir zu holen. Die kosten natürlich auch Geld. Also das Hauptspiel hat jetzt halt kein Geld gekostet. Das ist natürlich das Gute daran. Aber die Erweiterungen kosten Geld und da muss ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich da irgendwie die ein bisschen günstiger bekommen kann. Und dann werde ich mir da auf jeden Fall auch ein paar holen. Hier seht ihr gerade mal ein bisschen zum Haus wieder. Hier habe ich das Haus umplatziert. Also ich hatte es vorher in Newcrest auf einem 20x30 Grundstück, aber ich habe dann bemerkt, dass das eigentlich viel zu groß ist für das Haus. Deswegen habe ich es jetzt in Oasis Springs auf einem 15x20 Grundstück platziert, einfach weil es mehr Platz nicht unbedingt braucht. Wenn ihr das Haus herunterladet und in euer Spiel hinzufügen möchtet, dann könnt ihr es natürlich auf jedem Grundstück machen, was ihr wollt. Nur so ist halt das Ursprungsgrundstück ein bisschen kleiner, sodass das vielleicht ein bisschen einfacher ist für euch, das auf das Grundstück eurer Wahl zu setzen, ohne dass ihr irgendwie verwirrt seid, dass es irgendwie größer sein müsste oder so. Da könnt ihr wirklich euch eine Grundstücksgröße aussuchen, die ihr möchtet. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Was übrigens allgemein so Download angeht, das findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch einfach das Haus selbst suchen in der Sims 4 Galerie. Grüner Start, habe ich es genannt. Oder halt einfach meine Origin-ID suchen. Die heißt Melting Shock. So wie ich auch auf Twitch heiße. Genauso geschrieben. Ist aber auch auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung verlinkt. Da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal vorbeischauen. Falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt, wie ihr in das Haus kommt und sowas, das sollte alles in der Videobeschreibung stehen. Und ja. Dann solltet ihr da auf jeden Fall informiert sein. Auch als Cheat habe ich eigentlich nur den Move Objects Cheat verwendet. Ich meine, das Starterhaus ist jetzt auch nicht so groß, dass man da sonderlich viel mit Cheats machen kann. Aber Move Objects ist ein toller Cheat. Vor allem bei Sims 4 ist der echt gut gelöst. Also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, den hier in diesem Spiel zu verwenden, wenn man da sehr viele Möglichkeiten hat. Ja, aber ich habe auch so ein paar andere Tricks verwendet, wie ihr vielleicht hier gerade so ein bisschen sehen könnt. Die kann ich jetzt in diesem kurzen Video nicht besonders gut erklären. Vielleicht mache ich auch mal in Zukunft das ein oder andere Tutorial zu Sims 4. Ich weiß ja nicht, ob es da schon viele gute Leute gibt, die da Tutorials zu gemacht haben. The Sims Supply macht natürlich tolle Tutorials dazu, beziehungsweise die ganzen Tricks, die ich hier anwende, kenne ich nur von seinen Videos. Aber wie schon erwähnt, er ist halt englischsprachig. Und deswegen denke ich mal, könnte es vielleicht ganz gut sein, wenn ich auch noch mal das ein oder andere Tutorial auf Deutsch mache. Könnt ihr mir ja gerne sagen, ob ihr das möchtet. Da werde ich mal schauen, ob ich das dann irgendwann machen kann. Aber erstmal nicht. Erstmal werde ich mich vor allem um Hausbauvideos und sowas kümmern für die nächsten Wochen. Dann, wenn ich wieder zurück bin zu Hause, kann ich da ja ein bisschen flexibler planen und flexibler mir überlegen, was ich noch so alles an Videos machen kann zu Sims 4. Ja. Das ist da eigentlich so das meiste, was ich zu diesem Haus sagen wollte. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal für alle, die es vorher nicht gehört haben. Ich werde jetzt nicht anfangen, ganz, ganz viele Sims 4 Videos zu machen, sondern ich habe aktuell mit einmal in der Woche so geplant. Und das wird wahrscheinlich maximal auf zweimal die Woche ansteigen. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie jeden Tag Sims 4 machen oder ich werde auch erst recht nicht irgendwie Sims 3 durch Sims 4 ersetzen oder sowas. Sowas kommt mir gar nicht in den Sinn. Das habe ich gar nicht vor. Ich wüsste auch gar nicht warum. Weil das vollkommen unterschiedliche Spiele sind. Aber wenn man halt beide hat, dann macht man natürlich auch gern Videos zu beidem. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, was so eure Resonanz zu diesem Video ist und dazu, dass ich jetzt Sims 4 habe. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Habe auch schon so ein bisschen gespielt. So viel
viel kann man halt leider nicht machen in dem Spiel, aber es war trotzdem ganz lustig. Und hier seht ihr auf jeden Fall noch die finalen Screenshots des Hauses. Ich finde, es ist ganz süß geworden. Es kostet 19.400 Simoleons etwa. Also das heißt, mit eurem Starter-Sim könnt ihr hier reinkommen, habt noch etwa 600 Simoleons zur freien Verfügung für was weiß ich, was ihr wollt. Vielleicht noch irgendwelche anderen Aktivitätsobjekte oder sowas. Ich habe da jetzt hauptsächlich nur eine Staffelei in den Garten gestellt. Vielleicht braucht ihr da noch was anderes oder zum Umbau, was weiß ich, was ihr da noch machen wollt. Sei ich auf jeden Fall freigestellt. Link und Infos und alles mögliche in der Videobeschreibung, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zu einem anderen Video. Tschüss!